Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerdplay, dem Cosplay-Podcast hier auf nerdizismus.de. Und ich habe heute zwei Gäste. Das ist eine Premiere, sonst habe ich immer nur Einzelgäste bei mir. Aber heute sind da die Laura und der Ralf von Lightning Cosplay. Hallo! Hallo! Hallo. Ja, wie geht es euch? Alles gut bei euch? Ja, soweit alles gut, ne? Arbeitstag ist jetzt vorbei und ja. Naja, ist eigentlich nie so richtig vorbei, aber wir haben immer sehr viel zu tun. Ja, aber gut soweit. Ja. Das freut mich zu hören. Ich habe da auch schon mal direkt eine Frage für euch. Und zwar ist das immer unsere Einstiegsfrage. Auf einer Skala von 1 bis 10, wo würdet ihr euch dort positionieren, wenn es darum geht, welchen Nerd-Faktor ihr habt? Oh. Puh, über dieses Nerdige haben wir haben wir schon öfter darüber geredet, dass ich finde, dass Ralf zum Beispiel gar nicht so nerdig ist. Bei mir würde ich sagen, so 7. Also ich bin halt jetzt nicht so ein mega krasser, also ich habe halt so meine gewissen Sachen, die ich super gerne mag, so Game of Thrones, weiß ich nicht, alle möglichen Games wie, boah, keine Ahnung, die Liste ist unendlich. Die Sache ist, ich finde, so klassischer Nerd, wie man früher mal gesagt hat, du bist ein Nerd, das ist irgendwie mittlerweile ziemlich schwer, weil es so umfangreich geworden ist, das ganze Feld. Es gibt so viele Man kann gar nicht mehr alles wissen. Ja, man kann nur einen ganz kleinen Teil. Ich kenne mich mit so vielen Videospielen gut aus, aber es gibt auch so viele Videospiele oder sei es irgendwelche Anime oder irgendwelche Filme oder irgendwelche Serien, wo ich keine Ahnung von habe. Mhm. Also von daher, ich weiß nicht, ich sehe mich bei 7. 7? Ja. Ich glaube, ich bin eher so bei 5 oder so. Ja. Also eigentlich bin ich schon voll der Nerd, aber ich weiß nur so ganz bestimmte Sachen. Es gibt auch super viele Dinge, die weiß ich gar nicht. Das ist so ein Nischen-Nerd, ne? Ja, ich bin so ein Nischen-Nerd, wirklich, ja. Ich habe zum Beispiel viel Ahnung von Final Fantasy, aber wenn irgendjemand ankommt und ich sage dem, ich bin ein Nerd, dann stellt er mir irgendeine Frage, dann weiß ich das nicht. Waren wir zum Beispiel auf dem Herr-der-Ringe-Abend und Ralf hat einfach so null Ahnung von Herr-der-Ringe. Ja, ich konnte keine Frage beantworten, außer mit dem Rubik's Cube, das kann ich beantworten. Ja, das war... Ja. Ne? Doch nicht so nerdig, aber reicht mir. Ich sag mal 5, ist noch Platz nach oben. Aber ja. Ja, das geht doch, immerhin. Auf jeden Fall seid ihr trotzdem zwei große Cosplay-Nerds. Die Community kennt euch ja auf jeden Fall. Ihr seid ja, ich würde mal sagen, sehr bekannt in der Szene. Erzählt mal, wie seid ihr eigentlich dazu gekommen? Ich meine, die Frage kennt ihr wahrscheinlich schon und habt die wahrscheinlich schon öfter mal beantwortet, aber... Noch nie beantwortet. Wie hat das alles angefangen? Ja, also das war 2011, da sind wir auf den Japan-Tag gegangen, also so nerdigen Kram, den fand ich schon immer gut und Ralf natürlich auch, wir waren immer schon Gamer und ne, immer alles so mein Leben lang schon mitgemacht, aber ich wusste tatsächlich bis 2011 nicht, was Cosplay ist. Boah, wie alt war ich da? War ich da 23? Ich dachte, du sagst 13. Nein, da war ich schon 23. Boah, ich warte, schon 23. Du bist von 88, ja, könnte sein, 23. Ja. Ich war 23 und da habe ich erst zum ersten Mal auf dem Japan-Tag in Düsseldorf gesehen, was Cosplay überhaupt ist. Ich übrigens auch. Und Ralf auch, ja, wir waren zusammen da, yay. Und ja, ich fand das irgendwie mega cool und dann habe ich so zum Scherz mehr oder weniger gesagt, ja, boah, es ist so cool, nächstes Jahr mache ich auch. Ja, du meintest das schon ziemlich ernst. Ja, so ernst meinte ich, ja, man weiß nicht, wenn man sowas sagt, dann meint man das halb ernst und halb zum Scherz. So. Ja, dann habe ich gesagt, auf jeden Fall gesagt, ja, dann mache ich das nächstes Jahr doch auch mal. Und dann 2012, kurz vorm Japan-Tag, gut, ich habe mich schon ein paar Wochen vorher angefangen vorzubereiten, habe ich dann mein erstes Cosplay gebaut. Das war Lightning aus Final Fantasy 13.2, wo sie diese silberne Rüstung hat. Mit den weißen Federn. Mit den weißen Federn dran. Am Hüftrock. Und dieses Ding habe ich komplett aus Moosgummi gebaut. Und wenn ich mir das heute angucke, sah es so furchtbar aus. Aber ich war damals sehr, sehr stolz. Und für damalige Verhältnisse war das echt gut. Ja. Und als ich dann auf dem Japan-Tag war und damit noch auf anderen Conventions rumgelaufen bin, ich habe schon Aufmerksamkeit erregt. Ja, also auf dem Japan-Tag ist es schon recht gut angekommen. Man muss aber sagen, zu dem Zeitpunkt war Japan-Tag ist grundsätzlich, da laufen jetzt nicht so die mega geilen Cosplays rum. Da sind halt viele Leute, die, ja, ich will jetzt keinen irgendwie, weiß ich nicht, beleidigen oder so. Da sind halt viele Leute, die, weiß ich nicht, noch relativ neu in der Szene sind oder auch jüngere Leute, die sich dann nur so ein bisschen, so leicht verkleiden, so, ne, weiß ich nicht, so ein bisschen Perücke anziehen. So ein bisschen verrückt. Ja.
Also keine krasse Rüstung oder sowas, nein, vielleicht nein, so ein typisch, dieses klassische etwas, Naruto-Kostüm zum Beispiel, sieht man da immer ganz viele. Genau, Naruto, ja, diese ganzen Anime-Sachen. Und ich bin da auf jeden Fall schon krass aufgefallen mit meinem Kostüm und keine Ahnung, das war 2012 genau, da hatte ich das mein erstes Kostüm und irgendwie, ja, dann habe ich immer weitergemacht. Und Ralf hat am Anfang gar nicht so, der war halt immer mit dabei, man braucht ja immer jemanden, der den Kram hinterher schleppt und sowas. Ja, ich habe am Japan-Tag hab ich dafür gesorgt, dass das Kostüm nicht auseinanderfällt. Ja. Weil es war so gut konstruiert, dass irgendwie alle 5 Meter aus irgendwas abgefallen. Also, das machst du nicht schlecht. Naja, es war halt das erste Kostüm. Das war halt. Aber ja, auf das erste Kostüm darf man immer sehr, sehr stolz sein, glaube ich. Ich war sehr stolz. Mittlerweile denke ich so, Ja, jetzt hast du dich natürlich auch ganz schön entwickelt in den Jahren, denke ich mal. Ich meine, das Kostüm, man weiß überhaupt nicht, was man macht. Ne? Man klebt einfach irgendwelche Teile aneinander und hofft, dass es irgendwie hält. Und das hat es dann auch irgendwie. Aber ich habe das Kostüm sogar noch. Ich habe es bei meiner Mutter, meiner Mama im Keller verstaut. Schwer, sowas einfach wegzuschmeißen. Mhm. Ich meine, einerseits ist das immer so ein bisschen unangenehm, wenn man denkt, das habe ich mal gemacht irgendwie, weil wir mittlerweile ein besseres Level haben, aber andererseits ist es vielleicht auch cool, vielleicht das Leuten zu zeigen, hier, jeder fängt mal klein an. Ich muss noch mal ein Foto davon posten. Ich wette, alle Leute, die wissen das gar nicht, haben das schon total vergessen, wie mein erstes Kostüm aussah. Ja. Aber das war doch im Moment so ein bisschen in Mode, ne, auf Facebook und bei Instagram, so dieses Vorher-Nachher, ne, Cosplay-Entwicklung. Weil das alle gemacht haben, wollte ich das nicht machen. Ja, das ist total bescheuert. Wenn es alle machen, dann, nein, das kann man kann ja schon so ein bisschen mit dem Trend mitgehen. Aber das war schon interessant zu sehen von super vielen Leuten, wo ich den ersten Cosplay dann gesehen habe und gedacht habe, Vor allem bei den meisten liegen auch viel mehr Jahre dazwischen. Viele also haben wirklich irgendwie vor 10 oder 20 Jahren schon angefangen. Und bei Laura war das meistens so, wenn sie gefragt wurde, wann hast du angefangen? Ja, vor 2 Jahren. Und alle so, was? Ja, mittlerweile sind es auch schon ein paar mehr Jahre geworden. Wie viele Jahre sind es? 6? Ja, rechnen. Wenn du 2012 das erste hattest, ist jetzt bei 17. Ja, 5. Krass. Ja. Aber Laura, bei dir war das doch auch schon so, dass du so eine kreative Ader hattest. Du hast doch auch Kommunikationsdesign studiert, oder? Genau, ich habe Kommunikationsdesign studiert in Aachen und ich habe im Prinzip mein ganzes Leben schon eigentlich künstlerisch tätig, hört sich immer so doof an, aber ich habe halt sehr viel Aquarellmalerei und Acrylmalerei habe ich gemacht. Ich hatte sogar mal meine eigene Ausstellung. Mhm. Oh ja. Weißt du noch? Du hast auch sogar auch Kurse gegeben. Ja, jetzt zum Beispiel habe ich auch Kurse gegeben mit so einem Kunstladen. Die haben da halt immer so Kurse gegeben. Ja, also ich habe mein Leben lang schon. Ich hatte in Kunst auch immer eine 1. Mein Leben Wer hatte lang. Das nicht? Du hattest eine 1, Ralf? Kunst und Sport. Also Sport war ich leider immer eine 0. Aber Kunst war ich immer schon 1er-Schüler und ich war immer schon sehr gut da drin. Deswegen, diese kreative Ader, die war natürlich immer schon irgendwie da. Und aber ich glaube, dass man Kunst eine 1 hat, da kann man sich wirklich nichts drauf einbilden. Doch. Ich habe so viele Leute, manchmal, wenn die Lehrerin dann sagt, das ist eine 1 und das ist eine 3 oder so, dann denke ich so, was? Ich hatte auch damals Kunstdifferenzierung. Okay. Und das war, glaube ich, ab der Oberstufe, ich weiß es schon gar nicht mehr, es ist so lange her. Ich hatte Kunstdifferenzierung und da musste man auch, dann ging es auch um theoretische Kunst, ja. Aha. Und da haben wir richtige Arbeiten geschrieben, wo man impressionistische Bilder interpretieren musste und da so. Da bin ich raus. Ja, das mussten wir auch im Kunstleistungskurs. Genau. Da wurde man belächelt, aber das war harte Arbeit. Ja, ich fand das auch gar nicht so einfach. Na gut, ja, das kenne ich natürlich nicht. Ich war ja nicht auf dem Gymnasium. Nicht nur Bilder malen. Ja, so, ne? Richtig. Ja. Das konnte ich gut. Ja. Ja, Ralf, wie kamst du denn so dazu mit diesem künstlerischen Aspekt? Du machst ja auch relativ viel. Also sehe ich immer bei euch, was ihr so postet oder auch bei Instagram, dass ihr beide ja handwerklich sehr geschickt seid. Wie bist du dazu gekommen? Ja, das ist ein gutes Stichpunkt mit der handwerklichen Geschicklichkeit. Das hatte ich schon immer irgendwie. Ja, das stimmt. Auch durch meinen Vater irgendwie. Der hat immer, weiß ich nicht, da habe ich mir viel abgeguckt. Der war auch immer sehr begabt. Und aber Thema Cosplay, da bin ich irgendwie mit der Zeit einfach immer mehr so reingerutscht irgendwie. Also, ich habe dich gezwungen. Ja, das hat sich einfach so entwickelt, weil Laura immer aufwendigere Kostüme gemacht hat und dann habe ich immer auch angefangen zu helfen. Teilweise anfangs habe ich immer, glaube ich, nur die Waffen gebaut, wenn es darum ging, irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwas mit Holz oder... Ja, wenn das halt so Arbeiten waren, wo ich mich halt so ein bisschen vorgescheut habe, sowas wie Sägen oder...
flexen oder das kann ich. Bohren. Ja, und ja, mittlerweile ist es halt, also wir machen das ja jetzt seit 2015, also wir haben ja bis letztes Jahr beide noch studiert und seit 2015 haben wir das jetzt aber auch richtig angemeldet und verdienen halt jetzt auch. Ja, apropos handwerkliches Geschick, Ralf hat ja auch Bauingenieurwesen studiert. Naja. Was auch, ganz nice ist, weil der kann aber ganz gut immer so Dinge berechnen. Ja. Das eskaliert dann aber auch manchmal so ein bisschen, wenn man dann wirklich einfach nur irgendwas Einfaches bauen will. Und dann fängt er an mit seiner Biege-Qualität. Ja, die Sache ist, ich neige halt manchmal dazu, dass dann viel Theorie, zu berechnen, anstatt einfach was zu machen. Du machst eine Wissenschaft nur aus einer Cosplay-Waffe. Ja. Auf jeden Fall bin ich so nach und nach immer mehr da reingerutscht und das hat mir auch Spaß gemacht. Und als wir gemerkt haben, dass es einfach so viel ist und wir sogar Geld damit verdienen können, haben wir dann seit letztem Jahr, machen wir das jetzt vollberuflich. Also, vollberuflich, hauptberuflich. Hauptvollzeit, hauptberuflich. Vollzeit, geht zum Duden und da steht das drin. Ja. Vollberuflich, ja. Ich bin vollberuflich Cosplayer. Ich habe voll den Beruf. Ja, that's the story. Und ihr habt jetzt auf der letzten Gamescom, da hattet ihr auch wieder ein großes Projekt, richtig? War das so? Ja, richtig. Ja, wir haben die letzten Jahre immer ganz coole Projekte für auf der Gamescom gehabt. Und dieses Jahr hatten wir ja für Elex, der neue Titel von Piranha Bytes. Und THQ Nordic, weiß nicht, du noch Gothic oder Risen oder so kennst. Ich liebe die Spiele ja. Ich habe mich mega gefreut, als die uns gefragt haben, weil ich bin so mit Gothic vor allem bin ich so ein bisschen aufgewachsen. Das waren so die ersten Rollenspiele, die ich gespielt habe. Und dass die mich jetzt quasi gefragt haben, für die Kostüme zu machen, das war so, oh mein Gott, das war so voll ein Fangirl-Moment. Es ist zwar ein kleineres deutsches Studio, aber die machen trotzdem coole Sachen und das war auf jeden Fall mega cool für mich. Ralf hatte, du hast damit nicht so viel zu tun gehabt mit den Spielen, aber ich halt. Ne? Und ja, wir haben für die zwei Kostüme gemacht und hatten dann halt ein Walking Act auf der Gamescom. Und jetzt rennt die Katze hier vorbei und ich habe ein bisschen Angst. Nee, alles gut. Das war okay. Ja, bis jetzt hatten wir eigentlich jedes Jahr auf der Gamescom. Dieses Jahr hatten wir was, letztes Jahr. Wir hatten die letzten Jahre immer was auf der Gamescom. Ja. Und auf der Gamescom zu arbeiten ist auch immer mega cool, aber auch super anstrengend. Also ja, auch die Wochen davor. Die Wochen davor sind immer besonders hart. Das sind so die anstrengendsten. Oft kommen die Spielefirmen halt auch, sagen wir mal so 2 Monate. Also im Fall von THQ Nordic, die sind jetzt rechtzeitig gekommen, aber wir hatten keine Zeit. Manchmal kommen die aber auch eher so 1-2 Monate vorher. Dann müssen wir überlegen, müssen wir ein bisschen planen und dann haben wir effektiv dann meistens nur noch irgendwie 4 Wochen für die Fertigstellung des Kostüms oder der Kostüme. Haben wir ja wieder 2 gemacht. Ja, jetzt haben wir die 2 Kostüme, die wir jetzt gemacht haben. Und das haben. Wird dann immer sehr stressig. Ja. Mit 4 haben wir für beide Kostüme jetzt gehabt und das war okay. Also zum Ende hin. Ich habe ein paar Nächte nicht geschlafen. Zum Ende hin wird es immer knapp. Ja, es war einfach so viel zu tun. Das ist einfach, naja. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Die Firmen, die schreiben euch einfach eine E-Mail und fragen, ja, hier, da kommt unser neues Spiel XY raus und macht mal Kostüme oder wie kriegt ihr so eine Anfrage? Also viele fragen uns auch mal, wie kommt man da dran? An solche Anfragen, aber wir haben zum Beispiel jetzt noch nie irgendwie eine Firma angeschrieben oder so, die finden uns irgendwie durchs Internet. Wir haben natürlich mittlerweile auch so ein bisschen Connections, dadurch, dass wir das jetzt öfter schon gemacht haben und die kennen uns und wissen, ne? Ja, viele Firmen, die Mitarbeiter kennen sich auch untereinander irgendwie, die ganzen Agenturen und so und dann weiß man, wenn man irgendwie ein gutes Kostüm hat, dann geht man zu Lightning Cosplay. Yeah. Yeah. Ja, wenn ich kriege halt eine E-Mail, dann fragen die uns an und sagen uns halt ungefähr, was sie gerne hätten und dann machen wir denen ein Angebot, was das kostet. Berechnen wir das genau durch, wie viel Aufwand das ist, wie viel Material wir brauchen, mit wie vielen Leuten wir daran arbeiten. Wir arbeiten ja auch manchmal nicht nur wir beide, sondern wir hatten dieses Jahr auch einen großen Auftrag für Square Enix. Da haben wir mit 4 Leuten dran gearbeitet. Das muss natürlich dann auch einkalkuliert werden, dass die anderen Leute noch bezahlt werden und so weiter und so fort. Dann machen wir denen halt ein Angebot und dann sagen die entweder ja oder nein. Dann wird noch verhandelt und das ist so ein typisches Geschäftsding halt, also Geschäftsgespräch. Ja, aber
ja, die Sache ist im Moment, mittlerweile ist es ja so, dass wir irgendwie bekannt sind und die Firmen, also THQ Nordic, mit denen vorher hatten wir ja noch nichts mit denen zu tun. Ich weiß gar nicht, wie die jetzt auf uns aufmerksam geworden sind, haben wir gar nicht gefragt, ne? Doch, oder? Über, war das nicht über den Wettbewerb auf der Gamescom, Dragon's Prophet? Die Lina, ach ja, hatte stimmt. Uns, also es ist immer über 1000 Ecken. Ja, der Laura hatte kennen. Mal auf der Gamescom bei irgendeinem Contest mitgemacht und genau. Da auch gewonnen. Und der Moderator hatte uns anscheinend hatte mich anscheinend empfohlen. Ja, und der Moderator, der arbeitete, glaube ich, auch für die, ne? Und die Lina von THQ Nordic, die kannte mich ja auch als Cosplayerin. Ah, okay. Also es ist irgendwie immer über 1000 Ecken. Ja. Mhm. Irgendwie ist man dann doch immer da im Hinterkopf der Leute und dann, ja. Ja, ich weiß auch nicht mehr so richtig, wie das angefangen hat. Irgendwie, die ersten Kontakte waren, glaube ich, mit Blizzard damals. Mm, mit Blizzard, ja. Man bekommt. Aber bei Blizzard war das ja so durch die Kostüm-Contest. Da haben wir auf der Gamescom zweimal an dem Kostüm-Contest teilgenommen und auch ganz gute Plätze belegt. Ich glaube, das erste Mal hatte Laura mitgemacht, da hatte sie den zweiten gemacht. Dann das Nein, Jahr- wir hatten, doch, oh Gott, doch. Das ist schon so ewig her. Ja, und danach, das Jahr verdrängt. Danach, 2013, da habe ich ja mitgemacht mit dem Barbaren-Cosplay. Und ich auch. Und du auch. Und da habe ich den ersten gemacht und habe da den Trip, den Trip, jetzt fing ich schon an, auf Englisch, sorry. Trip to America, the you trip, know. The Trip nach Los Angeles. Los Angeles. Uh-huh. Das war ziemlich cool. Und da durften wir dann auch zur BlizzCon. Ja, das war ziemlich cool. Ja. Da haben wir dann auch nochmal mitgemacht, beziehungsweise ich. Da habe ich dann auch nochmal den ersten Platz gemacht. Das war ziemlich cool. Ja, schlecht. Ja, und seitdem, und da sind wir halt bei Blizzard auf jeden Fall aufmerksam geworden. Also die sind auf uns aufmerksam geworden und haben gesagt, ah, oh, guck mal, die machen voll die guten Kostüme. Und dann ist ja da drauf, glaube ich, haben wir ein Kostüm dann für die gemacht, oder war das zwei Jahre danach? Ja, das war, glaube ich, 2 Jahre danach, ist ja auch egal. Auf jeden Fall sind wir da schon ein bisschen bekannt geworden dann bei der Firma. Und wenn dich eine Firma kennt, dann werden irgendwie die anderen auch auf dich aufmerksam. So, ne? Also im Endeffekt muss man einfach nur gute Qualität liefern, gute Kostüme machen und dann wird man bekannter und dann werden auch die Firmen auf einen aufmerksam. Ja, es ist halt so ein kompletter Prozess, der sich da so abgespielt hat bei euch, ne? Und ihr habt ja jetzt mittlerweile auch schon ziemlich viele Kostüme gemacht. Wisst ihr, wie viele das waren so bis jetzt? Insgesamt jetzt oder für Firmen oder was? Alle insgesamt. Insgesamt, so viele sind es, glaube ich, gar nicht. Das sind gar nicht so wenig. Pass mal auf, ich zähle mal gerade. Ja, ich zähle mal hier. Warte, so, dann muss ich jetzt. Wo ich jetzt? Grundsätzlich vergisst man bestimmt eins. Wir haben jetzt hier zum Beispiel 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das wären jetzt 36, aber manche sind doppelt, ne? Ja, hier, das ist zum Beispiel doppelt. Ja, also wie viel haben wir dann tatsächlich? Vielleicht 30? Ah, nein, nichts doppelt. Hier sind zum Beispiel auch 2 Kostüme. Ja, aber manche Posts sind doch, ist jedes Kostüm nur einmal? Ja, eigentlich schon. Ja, aber das jedes ist ja zum Beispiel keins. Nein, das nicht. Aber hier ist ja zum Beispiel öfters auch 2 Kostüme. Wie diese hier zum Beispiel. Oder das da oben. Egal, auf jeden Fall über 40. Echt? Okay. Ja. Roundabout, keine Ahnung. Ja, irgendwas über 40. Ich weiß auch nicht, ob hier alle Kostüme drin sind. Es sind nicht alle Kostüme drin. Ja, siehst du, drin, ja, okay, nein. dann sind's wahrscheinlich irgendwie so 40. Ja. Und habt ihr die noch alle oder also behaltet ihr die alle? Ah, ich habe noch alle Kostüme tatsächlich und wir haben ein großes Lagerproblem. Ein sehr großes Lagerproblem. Wir haben jetzt letztens überlegt, ob wir schon welche, es hört sich furchtbar an, aber ich habe wirklich tatsächlich überlegt, welche wegzuschmeißen. Weil die einfach auch zu alt sind und ich die nie wieder anziehen werde. Und also die zu verkaufen, finde ich irgendwie auch falsch, weil die sind halt einfach nicht so gut teilweise und dann bin ich selber unzufrieden und will das keinem anderen aufhalten sozusagen. Ja, ich hatte überlegt, man könnte die theoretisch verschenken, ja, manche Fans, aber schwierig. Oder halt versteigern schwierig. Für einen guten Zweck oder sowas. Ja, aber die Sachen, das könnte man auch überlegen. Ich bezweifle die sind halt nur, qualitativ ich bezweifle teilweise. Nur, dass jemand da irgendwie Geld für geben würde, weil naja, die Teile, die fallen ja total auseinander und sind auch ein bisschen kaputt und so. Teilweise. Wir haben auch noch gute Teile, aber wirklich so die ganz alten. Es ist jetzt nicht so, dass wir das Kostüm irgendwie 2012 gemacht haben oder 2013 und jetzt immer noch in Top-Zustand ist und man das einfach so tragen könnte. Und ich habe auf jeden Fall ein extremes Lagerproblem hier und wir wissen langsam wirklich nicht mehr, wohin damit, weil irgendwie, also so kann es auf jeden Fall nicht weitergehen, weil sonst explodiert es hier. Ja. Habt ihr denn eure Cosplay-Werkstatt, ist das bei euch zu Hause oder habt ihr sozusagen einen Arbeitsplatz, wo ihr dann auch jeden Tag hinfahrt oder wie habt ihr das geregelt? Wir haben uns extra, wir haben jetzt 5 Jahre lang in Aachen gewohnt und zuerst hatte ich natürlich meine Cosplay-Werkstatt, wenn man das dann so nennen darf, im Wohnzimmer, ganz klassisch, so wie die meisten Cosplayer. Werkstatt. Und dann sind wir in der Größe.
Ja, es Ja, war total. total Vor allem, es war toll. einfach nur ein Tisch. Es war einfach nur ein Tisch und ein Dann war es ein Schrank. Schrank. Dann Ja. irgendwann waren es zwei Schränke. Aber für Dann, den Anfang hat es gereicht, ja. komm. Dann sind wir umgezogen in eine größere Wohnung, weil es halt irgendwie alles explodiert ist. Dann hatten wir unseren eigenen Raum. Nur für den Cosplay-Kram, der war nicht besonders groß. Und Ich jetzt weiß gar sind nicht, wir 20 Quadratmeter 20 oder so. Quadratmeter oder sowas. Ja, also für viele ist das schon gut, Ja, es ist aber schon cool, einen eigenen Raum zu für haben, uns hat es aber nicht man darf halt gereicht. nicht vergessen, dass wir auch ganz normal mitten in Aachen in einem Mehrfamilienhaus gewohnt haben. Und mittlerweile ist es so explodiert, dass wir teilweise auch spät abends arbeiten, manchmal auch nachts arbeiten. Mittlerweile ist es ein bisschen explodiert und wir arbeiten teilweise auch spät abends oder auch nachts. Und das ist natürlich im Mehrfamilienhaus eine Zumutung. Also da hatte sich zwar nie jemand beschwert, aber ich hatte abends mal mit den anderen Leuten gesprochen, die meinten so, ja, abends würde man die Schleifmaschine schon hören. Ja, wenn man nachts um 1 Uhr die Schleifmaschine anschmeißt, die ist halt schon laut. Ja, es ist halt irgendwie so ein Brummen, was durchs ganze Haus geht irgendwie. Und Dann sind wir halt jetzt vor einem Jahr sind wir nach Mönchengladbach gezogen, hier in eine ziemlich große Wohnung und haben jetzt auch endlich eine große Werkstatt, die ist direkt an der Wohnung dran. Also wir gehen quasi von der Küche aus, können wir da reingehen. Und hier verbringen wir quasi den ganzen Tag und hier haben wir genug Platz, endlich. Also, okay, der Platz wird langsam tatsächlich wieder was zu eng, weil wir zu viele Kostüme haben, aber die müssen wir halt auslagern. So, mal schauen. Aber wir haben, wie gesagt, hier direkt an unserer Wohnung dran eine riesen Werkstatt und das sollte auch noch für ein paar Jahre erstmal reichen, hoffentlich. Ja, schauen wir mal. Die Größe. Naja, ihr könnt ja nicht ständig umziehen, nur weil der Platz zu wenig wird, ne? Ja, das war bis jetzt leider immer der Grund. Also, was auch noch wichtig ist, zu Auslagern, wissen, ja. ja, müssen wir mal schauen. Was auch noch gut ist hier, wo wir jetzt hingezogen sind, wir sind halt hier hinten an so einem Anbau von auf dem Hinterhof und wir belästigen hier keinen. Also hier sind sonst nur so ein paar Büroräume drin, wo tagsüber ab und zu mal Ist Leute fast wie so ein kommen. Einfamilienhaus quasi. Also Ja, wir und belästigen halt niemanden mit unseren lauten können Geräuschen. theoretisch die ganze Nacht durcharbeiten, das kriegt keiner mit. Also, Ja. oder auch sonntags oder so. Wir können auch Party machen und das merkt keiner. Perfekt. Also viel Platz, beziehungsweise immer weniger werdender Platz. Ja, wird dann doch immer weniger, aber Ja, ist wir halt müssen mit. einfach unser Kostümlager mal irgendwie ein Ja, ist bisschen. halt doof, wenn irgendwie, ich meine, die Hälfte ist jetzt übertrieben, aber hier geht halt schon eine große Ecke von der Werkstatt weg, nur für Regale mit alten Kostümen drin. Ja. Und wir haben sonst im Rest der Wohnung auch keinen Platz, das zu lagern. Ein paar Sachen liegen ja schon bei Laura, bei deinen Eltern, ne? Nachteil ist, wir haben keinen Keller. Ach so, ja. Sowas gibt es hier Ja, nicht. Keller oder Dachboden ist ja immer ganz Nee, gut. haben wir beides nicht. Beides leider nicht. Deswegen lagern wir bei unseren Eltern immer was aus. Die freuen sich dann immer, wenn wir wieder mit ihrem Ja. Kram ankommen. Dann sind die, weil, ne, die Ja. wollen ihren Keller ja auch irgendwie ordentlich halten. Und wenn wir dann mit unserem Kram bei denen im Keller, aber gut, Das wir Problem lassen uns das kenne einfach. ich. Ja. Die Naja. armen Eltern. Ja. Ja. Das ist einfach cool. Woran arbeitet ihr denn jetzt gerade im Moment so? Ich habe das Gefühl, gerade arbeiten wir irgendwie haben wir irgendwie 100 Baustellen. Ja. Ich arbeite gerade an einem Halloween-related Kostüm. Also ich wollte halt mal, ich habe die letzten Jahre nie was zu Halloween gemacht, aber ich hatte dieses Jahr einfach mal Bock irgendwie, ja, so ein bisschen das Thema halt Halloween aufzugreifen und mache jetzt was aus The Witcher. Genau, so hier diese, wie heißt sie, Iris von Everreck, die ist aus Heart of Stone, aus der Erweiterung. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, vielleicht kennst du das nicht. Die ist halt, hat halt so ein bisschen so was Untotes Ja, die ist und ja eigentlich tot, die ist ja ne? eigentlich tot So. und ja, die ist auf jeden Fall ziemlich spooky Also teilweise. das ist ein Kostüm, was Laura eigentlich eh schon machen wollte, aber das passt jetzt so ganz Also es ist eher so ein gut. kleines privates Projekt von mir und kommen auch ein paar YouTube-Videos zu und ja, daran arbeite ich gerade. Ist aber halt eher so was kleines Privates und wir machen momentan sehr viel Hörner, weil wir auch einen Shop haben, wo wir unsere Hörner verkaufen und wir hatten jetzt so einen großen Verkauf und die Leute haben bestellt wie die Verrückten und jetzt sind wir gerade dabei, die ganzen Bestellungen abzuarbeiten und Ralf arbeitet auch noch an etwas. Ja, ich arbeite Ja. noch an einem neuen Buch. Weil wir schreiben ja auch regelmäßig Bücher, so Bücher, wo wir erklären, wie man zum Beispiel die Hörner, die wir verkaufen, also die man sich dann einfach so mit einem Gummiband auf den Kopf ziehen kann, erklären wir auch, wie man die selber macht. Und im Moment arbeiten wir oder ich an einem neuen Buch, wo wir ein bisschen erklären, wie wir so ganzen LED-Kram und sowas in Cosplays einbaut. Ja. Sehr cool. Ja, eure anderen beiden Bücher habe ich sogar. Ah, cool. Sehr Als gut. digitale Version. Genau. Auch gut. Ja, sehr hilfreich auf jeden Fall. Gerade sagen, ich hoffe, sie helfen dir. Ja, wir, wenn nicht. Habt ihr euch das mit dem Video machen und Bücher schreiben und so, habt ihr irgendwie so eine Art Jahresplan oder wie macht ihr das? Plant ihr so, ach ja, komm, wir schreiben jetzt ein neues Buch oder habt ihr euch das irgendwie überlegt, was ihr so im Jahr erreichen wollt? Also Ralf, der liegt mir immer an den Ohren von wegen, wir müssen ein Jahr
als Businessplan erstellen, geht einmal total. Und Laura sagt dann immer trocken. Scheiß drauf. Ja. Darf man Scheiße sagen? Ja, wir sind in Deutschland. Ja, man darf auch Penis sagen. Nein, wir gehen ja. Ich versuche immer zu planen, aber Laura sagt immer, ach, das kann man nicht planen. Nein, ich finde, also ich mache das lieber spontan, gucke, wie sich der Markt entwickelt, was ist gerade so angesagt, auch an Spielen und sowas alles. Also ich, keine Ahnung, ich finde das schwierig, da jetzt zu sagen, boah, ich plane jetzt ein Jahr oder ein halbes Jahr voraus. Mhm. Es gibt mit Sicherheit Leute, die sagen, boah, ich muss auf jeden Fall vorausplanen. Also ich mache das halt tatsächlich lieber spontan. Dass ich gerade gucke, welches Kostüm passt jetzt gerade. Genau diese Halloween-Aktion jetzt, das ist so. Da hatte ich halt Lust drauf und ich denke, das passt jetzt ganz gut. Die Leute, die finden das bestimmt ganz cool, wenn ich da auch ein paar Videos zu mache. Mhm. Und auch mit dem Buch. Wir wollten auf jeden Fall jetzt im Winter wieder ein neues Buch schreiben, aber wir waren uns mit dem Thema halt noch nicht sicher. Und das Thema hat sich jetzt einfach dadurch ergeben, durch unsere ganzen letzten Projekte, an denen wir auch gearbeitet haben. Und da haben wir gedacht, wir schreiben unser Wissen mal auf und geben das weiter. Mhm. Und grundsätzlich ist es auch, finde ich, relativ schwierig bei uns jetzt vorauszuplanen, weil wenn wir halt so Jobs bekommen wie von Spielefirmen, das kommt ja immer so, wie gesagt, 2 Monate oder tatsächlich. Aus heiterem Himmel kommt es einfach so. Ne? Wir brauchen ein Kostüm. Es muss morgen fertig sein. Und dann, Stefan, wir hätten dann schon irgendwas anderes geplant. Gut, dann kann man immer noch sagen, wir schmeißen alles. Aber ich muss auch dazu sagen, mittlerweile versuche ich ja schon, also so zumindest so ein bisschen zu überlegen, okay, was, dass wir so eine gewisse Zielsetzung haben für, sagen wir, nächstes Jahr wollen wir das und das erreichen oder übernächstes Jahr bis ein dann und dann. Grober Plan besteht. Dass man überlegt, okay, wir wollen auf jeden Fall nächstes Jahr noch mindestens noch mal ein neues Buch rausbringen und so. Aber bis letztes Jahr haben wir auch beide noch studiert und auch mit der Doppelbelastung, da hatten wir, weiß ich nicht, gar nicht so wirklich die Zeit uns da jetzt irgendwie Gedanken drüber zu machen. Das hat sich eher alles so ein bisschen entwickelt, nebenbei. Und jetzt, das ist jetzt quasi eigentlich unser erstes Jahr 2017, wo wir wirklich uns voll darauf konzentrieren. Und wir hatten jetzt auch die ganzen Aufträge, die wir hatten dieses Jahr, die waren alle so wieder aus heiterem Himmel. Ja, hier macht mal was. Ihr habt hier noch Zeit. Oh mein Gott. Ich finde das total interessant, dass dieses Cosplay und Kostümbilden und Prop-Maker, das alles so zusammen irgendwie, das ist ja etwas, was vorher noch, was es so nicht gab. Und ihr entwickelt ja dieses Berufsbild irgendwie und es gibt ja nicht so viele andere neben euch, die das auch machen. Setzt ihr euch auch mal mit anderen zusammen oder tauscht ihr euch so gegenseitig aus, so unter euch professionellen Cosplayern sozusagen? Ja, es gibt ja tatsächlich in Deutschland jetzt nicht so viele, kann ich an einer Hand abzählen. Mhm. Und wir kennen uns natürlich auch alle untereinander und wir sind auch ganz gut befreundet mit den meisten. Was heißt sich austauschen? Also wenn wir uns jetzt mit unseren Freunden treffen, hier Maya und Ben zum Beispiel, von DEFCON Unlimited oder Mall Cosplay, ich weiß nicht, ob dir das jetzt was sagt, ob du die kennst, aber die machen das ja auch professionell. Und wenn wir uns mit denen natürlich jetzt zusammensetzen und ich nicht, uns mit denen treffen. Dann, das ist halt ja so ein Freundschaftsding. Dann eben, wir sind befreundet. Muss ehrlich sagen, wir quatschen dann nicht über irgendwelche Gießharz-Techniken. Ja, auch. Also wir tauschen uns schon so ein bisschen aus. Aber wenn wir uns treffen, dann ist es halt eher freundschaftlich und nicht. Ja, 50-50, keine Ahnung. Ich meine, wir arbeiten halt in der gleichen Branche. Also da bleibt es nicht aus, ein bisschen darüber zu reden. Irgendwie, natürlich. Dass ich jetzt mit Ben rede, hier, ich habe ein neues Produkt hier, guck mal, das ist voll cool. Und der sagt, nee, das andere ist viel besser. Also kleines Beispiel. Ja, aber wie oft unterhalten wir uns mit Maya und Ben über irgendwelche. Ja, du kriegst das ja vielleicht nicht mit. Vielleicht redest du über andere Dinge. Ja, anscheinend. Für mich ist immer Business an erster Stelle. Ja, also. Ja. Ihr ergänzt euch ja, das hört man raus. Ja. Ja, siehst du? Ja, Ralf ist immer sehr businessorientiert. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Nee, also, ja, klar quatscht man so ein bisschen darüber, aber wenn dann halt auch so ein bisschen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Frage war. Ja, ob wir uns austauschen mit unseren. Gibt man das nicht eine umfangreichere Frage? Das ist wie dem Berufsbild. Genau. Ach so, ja, das Berufsbild. Ja, ja. Dass es das noch gar nicht gibt, stimmt. Das ist wirklich teilweise auch blöd, weil wir zum Beispiel auch mit der Künstlersozialkasse gesprochen haben und weil wir sagen, ja, wir. Als Künstler wird man ja staatlich gefördert, für diejenigen, die es nicht wissen. Wir haben gesagt, wir sind Künstler und die sind sich noch nicht ganz sicher, sind wir wirklich Künstler, weil die können damit überhaupt nichts anfangen mit dem Thema Cosplay und so und haben uns erstmal so einen Brief geschrieben von wegen, ja, Cosplay ist ja irgendwie hier sowas, so ein Trend aus Japan. In dem Brief stand, Cosplay ist ein japanischer Verkleidungstrend. Ja. Und wird halt nicht als Kunst deklariert. Und naja, ist halt ein bisschen schade. Teilweise dadurch, dass unser Beruf theoretisch ja nicht wirklich gibt oder dass der halt so neu ist oder wie auch immer, stößt man halt
dass ich wünschte halt, man würde irgendwie das mal irgendwo ergänzen, dass es diesen Beruf gibt. Ja, oder wenn Leute einen fragen, was machst du denn eigentlich beruflich, und dann fängt zu erklären, also wie fange ich denn da jetzt an? Das ist doch so, wenn unsere Eltern immer von Freunden gefragt werden, was machen denn ihre Kinder? Und dann, weiß ich nicht, die machen irgendwie so Kostüme und verkleiden sich dann. So. Dann wissen die nie, was sie sagen sollen irgendwie. Ja. Ich meine, gut, wenn die jetzt sagen würden, sie sind Cosplayer, dann wissen die auch nichts, was das ist. Ja, das ist ganz schwierig. Vielleicht müsste man mal eine Aufklärungskampagne starten. Für ältere was ist Herrschaften Cosplay? Und alle Leute, die es nicht wissen. Ja. Da gibt es übrigens auf meinem, auf unserem Blog nerdizismus.de einen schönen Artikel drüber. Was ist Cosplay und warum macht man das? Den könnt ihr dann jedem weiterempfehlen. Da wird das okay, das machen wir. Ja, das ist gut. Naja, ich kenne das Problem auch. Also ich studiere auch Design, aber Retail-Design, also Ladendesign. Und versuch das mal jemandem zu erklären, wenn du sagst, was macht man da? Retail-Design. Aha, was ist das? Was ist denn Retail? Und dann sagst du, okay. Ich weiß es jetzt auch nicht, aber ich... Ja, aber man weiß doch irgendwie, was ein Retailer ist. Ich kann es mir ungefähr vorstellen. Ich kann Englisch und deswegen weiß ich das. Aber ja, Englisch ist ja auch so ein Ding. Also viele, es ist ja immer erstaunlich, dass viele irgendwie mit Englisch noch gar nicht so... Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich perfekt Englisch spreche, aber es gibt viele, die können überhaupt nichts damit anfangen. Weil unsere Homepage ist zum Beispiel komplett auf Englisch und wir kriegen ständig E-Mails von Leuten, die anscheinend kein Wort Englisch können oder noch nicht mal in der Lage sind, Google Translator zu benutzen irgendwie. Wollt ihr irgendwas nicht verstehen, dann? Ja. Ja, ich meine, in Deutschland geht's, glaube ich, noch. In Spanien ist es richtig krass. Oder Italien. Frankreich ist es auch. In Frankreich auch, teilweise. Also auch so Jugendliche, wo man denkt, in unserem Alter, weiß ich nicht, so zwischen 20 und 30 irgendwie. Ja, weil die das, glaube ich, nicht so in der Schule, bei denen ist das ein bisschen anders. In anderen Ländern ist es dafür wieder ganz anders. Also in Skandinavien zum Beispiel, da kann jeder perfekt Englisch reden. Ja, wir waren auch in Schweden, die sind also so top Englisch. Ja, ne? Also da kommt man sich total scheiße vor. Da kommt man sich total schlecht vor. Schon wieder scheiße. Ich würde so einen Button einführen, dass ich nicht mehr scheiße sage. Der scheiße Button. Ich meine, ihr macht ja euer Hobby zum Beruf im Prinzip. Habt ihr denn noch irgendwelche anderen Hobbys nebenbei oder bleiben die durch die Arbeit völlig auf der Strecke? Also unsere Hobbys sind ja Gaming, ne? Aber, und das war's auch schon. Nee, es ist tatsächlich, Cosplay war ja erst mein Hobby und deswegen brauche ich jetzt nicht zusätzlich irgendwie noch ein Hobby. Ich meine, das Hobby zum Beruf machen, sagen auch immer viele, das ist nicht so gut. Aber ich muss sagen, bis jetzt bin ich eigentlich ganz happy damit. Ich weiß nicht, wie ich in 20 Jahren darüber denke, aber was ein bisschen schade ist, unser und auch mein anderes Hobby, halt Gaming, das rückt so ein bisschen in den Hintergrund, weil wir halt sehr viel arbeiten. Das ist dieser typische Spruch, wenn man selbstständig ist. Das ist dieses selbst und ständig. Wir sitzen tatsächlich 7 Tage die Woche, gefühlt 24 Stunden in der Werkstatt und arbeiten. Und da bleibt halt wirklich ganz, 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 ganz wenig Zeit nur, sich wirklich nochmal hinzusetzen und stundenlang zu zocken. Oder wirklich dieses, wie man das früher gemacht hat, einfach eine Woche lang nicht mehr vom Fernseher aufgestanden und einfach nur noch gezockt. Das ist ganz selten. Ja, das ist aber, glaube ich, auch so ein Ding vom Älterwerden. Also das ist halt schwierig. Ja, umso mehr Verantwortung man im Leben übernimmt, umso weniger kann man auch irgendwie abschalten und einfach sagen, ich zocke jetzt mal eine Woche. Aber es stimmt schon, seitdem wir selbstständig sind, es fällt schwer, da abzuschalten und zu sagen, ich mache jetzt mal gar nichts heute, weil man weiß ja, die Arbeit, die du liegen gelassen hast, die ist am nächsten Tag immer noch da. Die Arbeit ist ja bei uns immer direkt nebenan, in der Werkstatt. Es ist ja nicht so, dass du nach Hause fährst von der Arbeit, dann deinen Kopf ausschaltest und sagst, so, ich bin jetzt zu Hause und jetzt gehe ich meinem Hobby nach oder so, sondern hier ist halt nebenan ist immer was zu tun sozusagen. Und deswegen fällt das tatsächlich sehr, sehr schwer, da mal den Kopf abzuschalten. Aber um nochmal auf das Hobby zurückzukommen, mein größtes Hobby war eigentlich immer das Gaming, also irgendwie Videospiele zu spielen. Und das ist ja auch immer noch ein Teil unseres Jobs auch. Also wir müssen uns ja auch mit den Spielen, also müssen in Anführungszeichen uns wie auch. Wie furchtbar! Ja, müssen uns ja mit den Spielen. Wir müssen spielen. auseinandersetzen, um auch zu schauen, was gibt's Neues, wo ist vielleicht Potenzial, wo könnten wir ein Kostüm machen. Weiß ich nicht, Maya und Ben machen das ja auch, müssen wir gucken, was kommt jetzt für ein neues Spiel nächstes Jahr oder so, kann man da vielleicht irgendwas, sieht man vielleicht dem Charakter ähnlich oder so, könnte man vielleicht das Kostüm machen, müssen ja auch so ein bisschen erfolgsorientiert denken und von daher beschäftigen wir uns schon, also in der Zeit, die wir noch haben, ich weiß nicht, ob man das dann überhaupt als Freizeit deklarieren kann, das ist ja trotzdem eigentlich Arbeitszeit, wenn wir Videospiele spielen. Hauptsache Videospiele als Arbeitszeit, es gibt viele so Let's Player und so, die machen auch nichts anderes. Recherche. Ne? Ja. Ja, also wir müssen die Spiele ja spielen, weil anders jetzt zum Beispiel sagst du so, als ob das furchtbar wäre. Nein, aber
Ist ja so. Ich meine, wenn wir keine Videospiele mehr spielen würden, dann wäre es, glaube ich, schwierig, noch weiter irgendwie Kostüme zu machen, weil man muss sich ja irgendwie auch ein bisschen damit beschäftigen und ein bisschen auch Ahnung haben, wovon man spricht. Ja, das irgendwie. Stimmt. Wenn jetzt eine Spielefirma ankommt und sagt, hast du überhaupt mein Spiel mal ausprobiert? Und du sagst, wer sind sie überhaupt? Was ist das? Sau doof irgendwie. Ja, das ist doof, das stimmt. So. Ich wollte noch andere Hobbys erwähnen. Du hast noch andere Hobbys? Ja, atmen. Tatsächlich. Atmen, essen. Essen, schlafen. Oh, Ralf hat ein ganz großes Hobby. Du hast dein größtes Hobby, hast du vergessen zu erwähnen. Was kommt denn jetzt? Ich weiß gar nicht, was jetzt kommt. Sportmann. Ach so, Sportmann. Was ist denn, wer ist denn Sportmann? Sportmann. Du gehst 3 oder 4 Mal die Woche zum Sport. Ja, das ist aber nicht viel. Ja, das ist ja nicht viel. Ja, ich sehe das irgendwie nicht als Hobby. Für mich zählt das dazu. Ich mache das jetzt irgendwie seit 15 Jahren. Das ist wie schlafen, atmen und essen, ne? Ja, das gehört für mich dazu, als Ausgleich irgendwie, um runterzukommen. Weiß nicht, wenn ich irgendwie nicht immer zum Sport gehe, dann bin ich so unausgeglichen irgendwie. Pumperbude! Pumpe! Ja, ich brauche irgendwie den Ausgleich. Laura braucht das irgendwie nicht. Also, ich weiß nicht. Irgendwie, Laura ist totaler Sportmuffel. Ja. Also, ja. Nee. Aber ansonsten, hast du sonst keine Hobbys? Also ich meine, ich spiele ja noch... Sag das so, ja, ich spiele ja zum Beispiel noch Klavier, aber da komme ich auch kaum noch zu. Habe ich jetzt auch in den letzten Jahren kaum noch gemacht irgendwie. Schlagzeug habe ich auch seit Jahren nicht gespielt. Was mache ich sonst noch? Ich hatte auch mal viele Hobbys, okay, aber die sind alle... Ja, wann war das denn? Ja, vor Jahren, so wie du. Gar nicht. Jawohl. Nee, du redest von deiner Kindheit. Meine Hobbys sind meine Katzen. Oh. Da habt ihr auch relativ viele von, oder? Ja, wir haben 4 Stück. Ja, 4, das ist alles, schon viel. Alles Mädchen, ja, alles ganz süße Mädchen. Ja, ich weiß gar nicht, ist das so viel? Also, wenn man selber irgendwie die ganze Zeit, also schon seit Jahren mit 4 Katzen lebt, mir kommt das eigentlich ganz normal vor. Ja, mir auch. Ich hätte auch gerne noch mehr. Ich nicht. Die sind schon anstrengend, die sind wie kleine Kinder. Das sind wie unsere Kinder. Ja, die haben ja unterschiedliche Charaktere. Manche sind halt echt ziemlich anstrengend. Die wollen den ganzen Tag auch Aufmerksamkeit. Beachte mich, streichel mich, liebe mich, fütter mich, bürste mich. Ja. Fast wie so ein Videospiel. Harvest Moon oder so. Stimmt. Ja. Oder Tamagotchi. Kleines Tamagotchi. Live-Action Tamagotchi. Ja. Ist wirklich so. Mie. Ja, die versucht dann zu arbeiten, dann stellt die sich vor meinen Bildschirm und dann sehe ich nichts mehr und dann miaut die so lange rum und läuft über die Tastatur, beziehungsweise nee, Tastatur, wissen die, dürfen die nicht? Bei mir wissen die das irgendwie nicht. Nee? Nee. Nur bei also dir bei anscheinend. Immer, ja, weil ich dann immer, dann hebe ich, wie sagst man, die Hand. Du hilfst die Hand? Ich keine Ahnung. Nee. Lara, du musst strenger sein zu deinen Katzen. Ja. Nein, ich kann also das nicht. Ich schlage die Katzen nicht, aber ich drücke die dann weg und sage, böse. 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 Aus. Aus. Geh auf dein Zimmer. So. Viele Hobbys, wenig Wohnraum, viele Kostüme, aber ihr habt Spaß an eurer Arbeit. Das scheiß Leben. Wenn du das gerade so erzählst, hört sich voll schlimm an. Der Wohnraum hat sich tatsächlich verbessert. Unsere Wohnung ist mittlerweile sehr groß, wir haben sehr viel Platz, also da bin ich sehr happy mit, aber... Es könnte aber noch mehr sein. Es könnte gerne noch mehr sein. Ich hätte gerne noch ein Musikzimmer. Ja, schön wäre das. Ne? Ja. Ich glaube, die Mieten in Mönchengladbach gehen auch noch so, ne? Das ist okay. Ja, das stimmt. Das deswegen auch, sind wir auch nach Gladbach gezogen. Auch in Aachen. Mit einem Grund, ja. Aachen ist halt teuer. Aachen ist halt Aachen, ne? Teuer. Und deswegen sind wir auch nach Gladbach gezogen. Ist jetzt nicht die schönste Stadt, also... Ja, so wollen wir die Gladbacher aber nicht beleidigen. Nein, jede Stadt hat ja schöne... Ja, aber gegen Aachen ist schon... Ja, gegen Aachen steht ja, Gladbach Aachen ist natürlich schon schön, da die Stadt, ne, mit den ganzen Altbauten und so. Das macht natürlich schon was her, klar. Aber wir kommen ja hier aus der Ecke. Also wir kommen aus Erkelenz. Vielleicht kennt das ja jemand. Erkelenz. Und das ist halt nicht weit von hier. Und ja, wir kommen halt hier aus der Ecke. Ich stehe dazu. Ja, es war halt so die, also einmal ist es natürlich günstig und dann sind unsere Wurzeln hier quasi. Unsere Eltern. Wir haben Freunde in der Nähe, die wohnen hier, weiß ich nicht, maximal 20 Minuten entfernt. Von Aachen war das immer so, in Aachen waren wir irgendwie immer so ein bisschen... Weit weg von allem, ne? Weit ab von allen anderen irgendwie, ich weiß auch nicht. Wir haben da halt nur gelebt wegen dem Studium. Mhm. Ja. Ja, es sind bei mir auch total viele nach dem Abi nach Aachen gegangen, zur RWTHA. Ja, ist halt eine Studentenstadt. Ist auch super schön. Ich liebe, also... Ich bin so ein bisschen traurig, dass wir weg sind da, aber ist halt. Ja, ist halt schon schön, wenn man rausgeht und alles ist schön und man kann mal eben so in die Altstadt gehen, ja, da, so, wo alles so schön ist. Schon sehr schön da. Und so viele junge Leute. Und ja. Ist eine Stadt der Studenten halt, ne? Das ist sehr schön. Ja, hier in Gladbach sieht man. Wenn bald wieder Weihnachtsmarkt ist, dann müsst ihr nochmal zurück. Das ist immer dann schön. Ja, stimmt. Ja. Jute alte Weihnachtsmarkt. Jute alte. Wo ich habe gehört, der beste ist in, jetzt habe ich es wieder vergessen. Heidelberg? Nee. Wie heißt das?
Warte, ich weiß es. Wer ist das? Ich weiß es. Roten. Nee, ich meine was anderes. Ich meine Nürnberg. Angeblich soll, glaube ich, der Nürnberg echt? Der schönste sein. Nee. Ist das nicht dieser Christkindlmarkt oder so? Keine Ahnung, ich war noch nicht da. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe es nur gehört. Weil ich hab nur mit irgendjemandem darüber diskutiert, weil ich gesagt habe, dass in Aachen der schönste ist. Und dann meinte er, was, das stimmt doch gar nicht. Und dann haben wir gegoogelt nach irgendeiner Liste, schönster Weihnachtsmarkt. Haben wir nicht sogar mit Svetlana drüber geredet? Ja, und ich meine, sie hätte gesagt Nürnberg. Ja, weil sie in Nürnberg wohnt. Ja, aber nein, wir haben aber dann gegoogelt und es stand wirklich dann da. Es war irgendwie so eine Top-10-Liste. Der schönsten Weihnachtsmarkt. Ja, ich meine, ich weiß nicht, wer das entscheidet, aber Aachen ist auch schön. Ja. Ja. Mit dem Dom. Mönchengladbach auch. Sehen wir dann. So. Weiß ich gar nicht. Ich habe mir noch nie angeguckt. Nee, wieso auch? Schauen wir mal. Laura, ich habe immer mal gesehen, du gehst ja da in diesen Stoffladen immer einkaufen, ne? Ah. Da gibt's ja zwei Stück. Welcher ist besser? Also wir haben ja einmal den Stoff für Outlet, ne? In Wickrad. Und dann haben wir einmal, wie heißt der andere, Zanders oder so? Weiß ich gar nicht. Wer ist der andere große da? Weißt du das? Ich weiß nicht. Es gibt zwei große Stoffläden. Aber ich bin am allerliebsten hier in Wickrad, in diesem Stoff-Outlet, weil der ist... Ich glaube, der heißt einfach Stoff-Outlet, ne? Stoff-Outlet heißt das einfach nur in Wickrad. Der Laden ist einfach mega. Also in Aachen hatte ich zwar auch einige Stoffläden, aber also der hier in Gladbach ist einfach so der beste Stoffladen, in dem ich jemals war. Und dass wir quasi nur 5 Minuten davon weg wohnen, ist total... Naja, 7. 7 Minuten. Oh. Also das ist wirklich ein totaler Bonus eigentlich, dass wir direkt an diesem Stoffladen leben, weil es ist tatsächlich ja schon ziemlich schwierig, so geile Stoffe zu finden. Und ich gehe da mega gerne. Wir sind sogar, glaube ich, damals von Aachen aus sogar manchmal hier zu dem Stoffladen hingefahren. Aber wir waren uns, glaube ich, gar nicht bewusst, dass der so nah ist hier, ne? Irgendwie, oder? Nö, das war Zufall. Das war so Zufall. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ich liebe den Laden total. Die haben alles, was man haben will. Ja. Wenn natürlich jetzt sich das alle anhören und alle da hingehen, dann haben die nichts mehr, ne? Ich noch nie. Das wird eigentlich keine Werbung machen. Der Laden ist eigentlich sehr total schlecht. Eigentlich, also kann also ich gar würde nicht. Da nicht hingehen. Nee. Es wohnen ja zum Glück nicht alle hier in NRW. Ja. Aber ich kann also für alle Cosplayer, die irgendwie hier in der Nähe Gladbach irgendwie wohnen, kommt mal nach Wickrad zum Stoff-Outlet. Der Laden ist echt mega. Also da bin ich noch nie enttäuscht worden. Werbung Ende. Aber wo wir schon mal bei Materialien sind, ich denke mal, viele fragen sich auch, wo ihr eure Materialien herbekommt. Ich denke mal, ihr kauft aber im Großhandel ein, oder? Nö, also nicht? Was heißt Großhandel? Wir gehen ganz normal, wie jeder andere Handwerker, an den Baumarkt hier zu Hornbach. Ist ja auch nicht so, dass wir immer riesige Mengen brauchen. Also sag das nicht, ne? Wenn ich meinem Chef sage, soll ich zum Baumarkt gehen, dann sagt er, nee, der geht zu Wirt. Oh, okay. Wir sind gerne bei Hornbach, aber einfach nur, weil Hornbach der größte Baumarkt in der Umgebung ist. Naja, als wir in Aachen gewohnt haben, sind wir immer zum Bauhaus gegangen. Der war auch super. Aber wir kaufen unseren Kram nicht beim Großhandel oder so ein. Ich kaufe meine Sachen ganz normal da, wo alle Menschen einkaufen gehen können. Also sehr viel Internet halt. Ja, wie gesagt, weil wir kaufen ja auch nicht immer riesige Mengen. Also wir brauchen ja, also es ist ja auch nicht so, dass wir ja, wie erwähnt, haben wir ja ein Lagerproblem. Das heißt, wir kaufen jetzt auch nicht irgendwie immer meterweise oder rollenweise oder eimerweise oder. Wir kaufen schon mehr als andere. Ja, aber nicht unbedingt. Wir kaufen ja schon immer speziell. Wir klauen. Entschuldigung. Ich habe Probleme mit der Betonung. Ja. Nein, aber wir kaufen ja meistens nur so spezielle, also darauf bezogene Sachen auf das Projekt, was wir gerade machen. Also wenn wir jetzt sagen, oh, wir bauen gerade ein Kostüm mit großen Flügeln, dafür brauchen wir 2 Stangen Aluminium und 5 Schrauben, dann fahre ich in den Baumarkt, kaufe 2 Stangen und vielleicht 6 Schrauben, zur Sicherheit, eine mehr. Aber ich kaufe ja nicht irgendwie ein 100er-Paket oder ein 1000er-Paket. Dreh dich doch mal um und guck mal in unsere Werkstatt und da ist doch ganz schön viel Kram. Also wir haben schon ganz schön großes Materiallager mittlerweile. Ja, geht so. Ich denke mal, manche Sachen, die braucht man auch immer wieder und wieder und wieder. Oh, ne? Ich sag mal, so Silikone und Gießharze haben wir ja schon immer so große Container, aber das ist jetzt auch nichts, was man, ich glaube, da gibt es aber auch gar keinen anderen Anbieter, oder? Also da, wo wir das kaufen, da gibt es jetzt irgendwie einen Großhändler, wo man noch mehr für noch billiger bekommt? Vielleicht, aber ich bin mit den Produkten, die wir hier haben, zufrieden. Also wieso sollte ich einen Großhändler? Weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt auch nur den einen, der das vertreibt. Ja. Also ich habe halt so meine Shops, so meine Favoriten, wo ich mein Zeug einkaufe. Mhm. Und da bestelle ich dann halt immer das, was ich gerade brauche. Ja, aber zum Beispiel jetzt Stoff auch. Wir kaufen ja nicht irgendwie mehrere oder eine ganze Rolle. Wir kaufen meistens ja dann nur, also selbst wenn du jetzt 10 oder 20 Meter nimmst, auch so eine Rolle ist ja meistens viel mehr drauf. Ja, stimmt. Also du kaufst, ich finde das eigentlich mega cool. Das war eigentlich immer schon so mein Traum, dass wir wirklich so ein richtiges Lager haben, wo man, wenn man irgendwie was braucht, einfach
nebenan ins Lager geht und sich das nimmt. Aber das ist halt, du musst ja erstmal total viel in Vorkasse gehen und dann ist die Frage, brauchst du das dann später überhaupt? Brauchst du das so oft? Oder du brauchst ein Lager. Du brauchst ein Lager, du hast ja die Lagerkosten, das ganze Ding muss ja auch irgendwie geheizt werden und aber ich finde das halt schon irgendwie cool, wenn du sagst, ach, ich brauche jetzt gerade mal hier einen roten Samtstoff oder so und ja, dann genau, guckst dann du in ihre Lager 3F und hast du da deinen Stoff. Oh, da ist ja mein roter Samtstoff, ja, neben meinem halt blau, grün, gelben, schwarzen und meinem türkisen. Aber das ist halt schon irgendwie Luxus, von daher, ich meine, wenn der Stoffladen hier nicht weit ist, dann fährt man halt einfach dahin, wer ruft denn jetzt an? Aha, nee, geht gerade nicht. Wieso ruft Ben? Weiß ich nicht. Der gute Ben ruft an. Soll ich dran gehen jetzt? Nee, mach ich gleich. Ja, der Ben, der wollte irgendwas von mir wissen, ich weiß auch nicht. Der Ben, ich weiß, was er will. Ja, ich glaube auch. Ja. Nee, wir haben letztens mal ein Projekt gemacht, wo ich auch ziemlich viele Sachen 3D modelliert habe. Und da hatte der jetzt eine Frage zu, weil ich ja vorher auch keine Ahnung davon hatte und mir das jetzt quasi selbst beigebracht habe. Ach ja, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, ob wir gegenseitig uns auch austauschen. Manchmal dann doch. Wenn der Kunde wird dem nämlich dann mal ein paar Lessons in 3D-Modellieren geben oder ja. Wir haben uns ja auch schon gegenseitig bei Aufträgen geholfen. Wenn wir zum Beispiel einmal hatten wir ziemlich viel zum 3D-Drucken und hatten zu dem Zeitpunkt nur einen 3D-Drucker, mittlerweile haben wir zwei, damit wir einfach mehr schaffen in kurzer Zeit, weil die Zeit immer so ein Riesenproblem ist. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir auf jeden Fall nur einen und dann hat die Zeit nicht gereicht und dann haben die für uns noch, also Maya und Ben haben für uns noch ein paar Teile gedruckt und wir haben dafür... Wir haben für die auch mal was mit unserem Lasercutter geschnitten oder so. Also man hilft sich halt gegenseitig so ein bisschen, wenn es irgendwie knapp wird oder so, das schon. Ja, das ist ja praktisch. Ja. Wie hast du dir das beigebracht mit diesem 3D-Modellieren? Welches Programm benutzt du da? Ich habe das mit Fusion 360 gemacht, von Autodesk ist das, glaube ich. Da gab es halt so eine Studentenversion, die kann man irgendwie 3 Jahre gratis nutzen und da habe ich das einfach mal mit ausprobiert und das ist ein ziemlich intuitives Programm. Das hatte mir irgendwie einer empfohlen und das ist wirklich ziemlich einfach. Also natürlich am Anfang, wenn man das erste Mal öffnet, denkt man so, oh Gott, so viele Knöpfe und ich weiß gar nicht, wie geht das überhaupt? Aber ja, ich habe mich dann einfach mal ein paar Wochen dran gesetzt und nach ein paar Wochen hatte ich dann, also die ganzen vom letzten Kostüm, was wir von Horizon Zero Dawn gemacht haben, da haben wir den Hauptcharakter gemacht, Aloy, für Laura. Diese komplette Rüstung habe ich halt komplett modelliert und das waren halt relativ, wie sagt man das, das Gegenteil von organisch, mechanisch. Ja. Sehr mechanische Teile, also sehr klare Formen irgendwie, was ich gut hinbekommen habe mit dem Programm. Wenn es jetzt so organische Sachen wären, ist das Programm nicht so gut dafür geeignet. Da müsste man mit anderen Programmen arbeiten, so richtige, wo man so Freihand 3D modelliert, aber das ist schon, also das ist schon eine andere Klasse. Also das kann ich jetzt noch nicht so gut. Also das ist schon nochmal eine andere Liga. Aber für so ein paar kleine Sachen, und da hatte der Ben mich halt gefragt, ob ich ihm mal ein paar Tipps geben kann, dass man einfach für so ein paar Sachen nicht immer extra jemanden engagieren muss, weil wir haben manchmal auch dann für große Aufträge Subunternehmer, die uns dann Sachen erledigen, die uns dann die ganzen drei Sachen 3D modellieren. Maya, Ben machen das auch so. Aber es ist halt cool, wenn du, weiß ich nicht, jetzt mal eben so ein kleines Medaillon hast oder so, und dann machst du es halt eben kurz selber, anstatt jetzt irgendeinen dafür zu bezahlen. So. Vor allem, es gibt ja auch richtig coole Vorlagen, ne? Wenn man jetzt gerade irgendwie irgendwelche Schmuckstücke oder so von einem Charakter genau so haben möchte, wie sie jetzt im Spiel sind oder im Film oder wo auch immer, und du das einfach drucken kannst, das ist doch Hammer. Ja, das stimmt schon, ja. Das ist wohl mit, man darf es ja auch nicht vertun mit dem Drucken oft, wir verschätzen uns da manchmal auch selber. Nur gedruckt ist es noch nicht getan. Es muss dann teilweise die Oberfläche noch krass nachbearbeitet werden, geschliffen werden, gespachtelt werden, weil man sonst, ich meine, das liegt immer daran, es liegt immer an dem eigenen, im eigenen Ermessen, wie schön will man es jetzt haben, aber wir haben da meistens sehr hohe Ansprüche und wollen so eine schöne, glatte Oberfläche haben. Ich bin da noch perfektionistischer als du. Ich schleife da meistens voll den Ast ab und dann meint Ralf immer zwischendurch, ja, hör da mal auf jetzt, das ist glatt. Ja, man muss halt irgendwie so einen Mittelweg finden, weil wenn die Teile aus dem Drucker kommen, man sieht halt schon noch die einzelnen Layer, die einzelnen Schichten und kann man halt, es kommt drauf an. Ich meine, wenn du jetzt ein Kostüm anhast und jemand in 5 Meter Entfernung dein Kostüm sieht, dann nimmt er das nicht wahr. Aber, und selbst auf Fotos, je nachdem, welche Auflösung man das im Internet hochlädt, wird man es auch nicht so wirklich wahrnehmen. Aber wir haben irgendwie immer diesen Anspruch, dass wenn uns jemand live sieht und an uns herantritt und uns gegenübersteht auf 50 Zentimeter und das Kostüm genau betrachtet, dass er trotz, dass alles perfekt aussieht. So. Deswegen spachteln und schleifen wir dann ganz viel. Ja. Ja. Best zu meinem Leid.
Ja, das ist auch so ein Ding, wo wir uns voll oft irgendwie verkalkulieren, wo wir dann sagen, boah, alle Teile sind fertig gedruckt und dann müssen wir irgendwie 3 Wochen nur noch spachteln und schleifen. Ja. Ja, und dann kommen wir immer so ein bisschen in die Bredouille, weil man sich da schnell verschätzt. Ja, das glaube ich. Gerade bei so kleinen Teilen und das ist bestimmt viel Gefriemel, ne? So. Ja, umso kleiner die Teile sind, umso schwieriger ist das natürlich zu schleifen, ne? Also, ja. Man freut sich dann immer, wenn das irgendwie so eine große Beinschiene ist, zum Beispiel, wo man einfach so mit einem, einfach so groß über die Fläche so ein bisschen drüber schleifen kann. Und dann ist die Sache erledigt. Aber wenn man so kleine Sachen hat, vor allem mit noch so ein bisschen Verzierungen dran und so, wo es dann um die Ecke geht, so kleine Vertiefungen und sowas, das ist natürlich, ja, sehr nervig. Immer viel zu tun. Ja. So nach dem Druck. Okay. Ja, das stimmt. Ja, das muss ich gerade nochmal einwerfen, weil das mit dem 3D-Druck ist in der Cosplay-Szene so ein bisschen. Wie cheaten wird das immer angesehen? Im Moment ist das so ein bisschen, hat das so einen schlechten Ruf, aber ich glaube, das wird sich mit der Zeit ändern, weil irgendwann auch mehr Leute in der Lage sein werden, sich vielleicht so ein Gerät zuzulegen. Es gibt ja mittlerweile auch schon echt günstige. Aber es ist ja nicht nur der Drucker, es ist ja auch das Modellieren. Ja, ja, aber das ist ja das, was die Leute auch gar nicht bedenken. Wir sind mittlerweile halt dazu übergegangen, dass wir sehr viel mit 3D-Druck machen, auch wenn wir jetzt Aufträge haben, weil man damit einfach super Ergebnisse hinbekommt. Und es ist einfach total ein angenehmes Arbeiten, wenn du einfach die ganze Zeit am Computer bist und alles modellieren kannst und wenn dir irgendwas nicht gefällt, du kannst es jederzeit wieder einen Schritt rückgängig machen und nochmal irgendwo was ausbessern und sobald es dann so ist, wie du es haben willst, druckst du es einfach, also ja, einfach, weil da musst du ja nichts für tun, der Drucker druckt das, dauert dann, weiß ich nicht, 20 Stunden oder so und dann kommt natürlich noch die Nachbehandlung der Oberfläche. Aber das hat halt irgendwie einen schlechten Ruf, weil Leute sagen, ja, die machen, also das haben wir jetzt noch nicht gehört, aber das wird oft so gesagt, Leute, die mit 3D-Druck arbeiten, ja, das ist ja Cheaten und die machen ja nichts mehr selber und so, ja. Ja, und so ist aber es halt einfach nicht. Dabei vergessen die Leute natürlich auch, dass man es vorher auch modellieren muss. Ne? Es ist ja nicht so, dass es einfach so aus dem Drucker kommt. Man muss ja den Drucker auch mit irgendwas füttern, ne? Ja. Ja. Ja, also ich finde das vollkommen legitim. Ich finde das super, wenn man das machen kann. Das ist halt, ja, da könnte man theoretisch genauso sagen, dass ich sage dann immer, dann sind Nähmaschinen auch Cheaten, weil früher, wo es noch keine Nähmaschinen gab, hat man alles per Hand genäht und jetzt haut man den Stoff in die Nähmaschine, zack, 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 ist alles zusammengenäht. Kann man auch als Cheaten ansehen. Ja. Also 3D-Drucker sind einfach noch ganz neu. Jetzt quasi und halt auch zu teuer. Total also neue Technik Leute. Noch und für viele ist es halt noch nicht affordable und deswegen sind viele noch so, oh, das ist irgendwie Cheaten und das ist irgendwie, ja, weiß ich nicht. Aber ich denke halt, dass sich das in den nächsten Jahren echt dann ändern wird. Das denke ich auch. Wenn sich die Preise ein bisschen verändern und das für jeden erschwinglich ist. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es irgendwann Shops gibt oder Internetanbieter, die dir sagen, okay, schick uns einfach die Daten und wir drucken das für dich und schicken dir das zu. Gibt's ja das sogar schon. Das gibt's schon, ja. Oder das gibt's schon, ja. Ja. Also das gibt's schon. Jeder könnte im Prinzip. Ne? Ja, sie können. Theoretisch könnte man jetzt sich irgendwas modellieren und das dann zu so einem Dienstleister hinschicken. Der druckt dir das, schickt dir das Rohteil dann, wie es aus dem Drucker kommt, schickt dir das dann zu und dann kannst du daran weiterarbeiten. Ja. Nö, da gibt es schon ganz viele Anbieter. Das ist natürlich ein bisschen nervig, weil dann kommt es nach Hause und dann merkst du, ist zu klein, zu groß oder so, und dann musst du es nochmal bestellen. Keine Ahnung, aber die Preise sind teilweise echt erstaunlich gering, meine ich, ne? Irgendwie kannst du dann Dateien hinschicken und die drucken das für ein paar Euro irgendwie. Ja, Materialkosten und dann meistens noch ein bisschen was drauf. Ja, ein bisschen Materialkosten, ein bisschen Stromkosten. Ich meine, viel tun muss teuer man ist das nicht. Ja, kann man schon machen, aber ja, wir haben uns die Geräte halt zugelegt, weil wir die ja sehr viel benutzen. Ich meine, jetzt gerade stehen sie still. Das würde man hören, wenn sie an wären. Ja. Aber ja, wenn wir so einen Auftrag haben, dann laufen die wirklich 24 Stunden durch, wochenlang. Zwei Stück. Und das ist echt heftig. Also wirklich die ganze Nacht. Sobald ein Druckauftrag abgeschlossen ist, egal wie viel Uhr das ist, dann muss ich aufstehen und die nächste Datei anmachen, weil wir sonst Zeit verlieren. Krass. Ja. Ja. Ja, Fulltime. Fulltime-Job. Ja. Noch nicht mal nachts hat man Ruhe. Nee. Allein schon wegen den Katzen nicht. Ja, obwohl ich schlaf durch. Also, ja, ich nicht. Irgendwie ist die Rosa ein bisschen nervig. Ich habe eine Katze, die nervt mich jede Nacht. Oh. Die fühlt sich nachts irgendwie ungeliebt. Die fühlt sich ungeliebt, kommt dann zu mir an, läuft mir übers Gesicht, miaut mir ins Ohr, bis sie sich dann zu mir hingelegt hat und ich sie streichel. So sind Kinder halt. Ja, momentan hat sie so eine Phase. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Hat sie vorher nicht gemacht. Ich weiß nicht, was da gerade los ist. Ich weiß es nicht.
Eine letzte Frage habe ich noch an euch beide. Und zwar gibt es ja immer so Cosplay-Newbies, die ganz neu in der Szene sind. Was würdet ihr denen auf den Weg geben? Was wäre euer ultimativer Tipp? Der ultimative Tipp. Ui, also, ich glaube, den ultimativen... Also mit ultimativ hast du ziemlich unter Druck gesetzt. Ich glaube, den ultimativen Tipp gibt es nicht. Es ist einfach, ich sage immer, wenn man anfängt zu cosplayen, sollte man sich auf gar keinen Fall unterkriegen lassen. Irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie kommt man mal ans Ziel, auch wenn man total failt und irgendwie alles kaputt geht. Und wie ich eben erzählt habe, mein erstes Cosplay ist auch, während ich es getragen habe, total auseinandergefallen, aber das gehört auch irgendwie dazu. Man kann ja nicht erwarten, dass das erste Cosplay total mega geil wird. Und auch wenn man von anderen Leuten was sieht, sollte man sich auch nicht demotivieren lassen und denken, oh, meins ist viel schlechter oder so. Das ist ein bisschen dieses Learning by Doing. Also einfach, ja, einfach weitermachen, bis man irgendwann besser wird. Ja. Das ist so, keep on. Ja, was ich immer ein bisschen traurig finde, ist auch vielleicht auch ganz kurz in dem Zusammenhang, dass man von vielen Leuten, wenn wir auf Conventions sind, hören wir von vielen Leuten auch immer, dass die Eltern das total scheiße finden, was die machen. Oh, schon wieder scheiße. Ja, das finde ich immer total, finde ich immer total schlimm, weil also das, teilweise, ich weiß nicht, wir hatten das letztens erzählt, dass das wirklich die Eltern das so kacke finden, dass die... Ja, das ist häufiger, vor allem bei den jüngeren Cosplayern. Die sollten sich vor allem nicht unterkriegen lassen von ihren Eltern oder auch von Freunden, die das dann irgendwie ein bisschen schlecht machen, dass Hobby da das seltsam finden. Wir sind halt alle ein bisschen verrückt und es ist halt kein normales Hobby, was jetzt vielleicht so dieses... ja, so gesellschaftlich irgendwie überall reinpasst. Aber das ist, finde ich, ja auch gerade das, was daran ziemlich cool ist, dass es mal was anderes ist und nicht irgendwie so, ja, mein Hobby ist Briefmarken sammeln oder so. Nichts gegen Briefmarkensammler, aber es ist halt was anderes. Mega spannend. Mega. Ich habe übrigens auch Briefmarken gesammelt, wenn wir schon mal dabei sind. Früher. Deswegen Briefmarken sammeln kann auch cool sein. Kann man doch lassen. also das finde ich auf jeden Fall... Sich da von keinem was vorschreiben lassen, ob man es machen soll oder nicht, sondern einfach das machen, worauf man Bock hat. Ne? Ja, ich will jetzt auch hier nicht zum Aufstand. Doch, Aufstand. Nein, aber ich finde es halt irgendwie angemessen, dass Eltern, jetzt reden wir hier irgendwie, Newbies, sagen wir mal Kinder. Kinder ist immer so beleidigt. Ich bin kein Kind mehr. Teenager, okay. Jugendliche. Sagen wir mal jugendliche Heranwachsende. Eltern sollten ihre jugendlichen Heranwachsenden in allen Punkten irgendwie unterstützen. Also wenn die jetzt sagen, ich möchte gerne hier Cosplay machen, dann irgendwie nicht, weiß ich nicht, dann total an einen Shitstorm irgendwie, du bist nicht mein Kind. Ja, schön wäre das, ne? Ja. Aber manche Eltern sind halt ein bisschen verklemmt. So, okay. Ja, aber man sollte sich dann einfach nichts sagen lassen, so der Meinung bin ich. Naja, auf jeden Fall, mein Tipp wäre auf jeden Fall Geduld. Geduldig sein. Oh ja, weil, und die Geduld hast du nicht. Nö. Sorry, wenn ich das mal so sage. Aber ich kann ja trotzdem einen guten Tipp geben. Der ungeduldigste Mensch der Welt bist eindeutig du. Psst. Ich kann ja trotzdem einen guten Tipp geben. Also geduldig sein. Ja, das sage ich richtige. In der Ruhe. Ich gebe dir mal einen Tipp. Ja? Geduld. Nein, aber ich meine das wirklich tiefgründig, weil oft, wenn man anfängt, dann nimmt man sich irgendwie was vor oder weiß vielleicht gar nicht so richtig, wie man anfangen soll, macht das irgendwie und dann funktioniert das nicht. Und dann ist man vielleicht schnell irgendwie deprimiert und schmeißt es in die Ecke und macht es nie wieder. Also dann muss man es einfach nochmal versuchen und nochmal versuchen. Vielleicht dauert es, braucht man 10 Versuche oder so und dann wird es irgendwann aber cool. Man sollte sich dann nicht unterkriegen lassen. Wenn man wirklich Bock drauf hat, dann einfach geduldig sein. Ja. Ja. Sehr gut. Ja. Laura führt dann die Rebellionenarmee an und... Ja. Und Ralf übt sich in Geduld. Ja. Da muss ich wirklich, wirklich daran üben. Ja, ich bin sehr ungeduldig. Ja. Schön, dass du es auch zugibst. Ja. Ihr habt echt super viel erzählt und ich freue mich tierisch über die ganzen Infos, die ihr uns jetzt so gegeben habt. Ne? Mal so einen kleinen Einblick, wie das berufliche Cosplayer-Leben so ist. It's awesome. It's awesome, ja. Mit wenig wirklich sehr cool. Nee. Ja. Schlechte Lagerräume. Nee, wenig Wohnraum, wie war das? Wenig Wohnraum, keine Hobbys. Keine Zeit für Hobbys, wenig Wohnraum. 24/7. Ja, genau. Aber es ist trotzdem gut. Ja, man sagt ja, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, musst du nie wieder arbeiten. Und ich denke, das trifft es eigentlich ganz gut. Ich meine, ich hatte auch ein bisschen Angst davor, aber ja. Meine Eltern meinten auch schon, was machst du denn, wenn das in 20 oder 30 Jahren nicht mehr funktioniert? Dann habe ich gesagt, also wenn das jetzt 20 oder 30 Jahre funktioniert, dann werde ich das bestimmt nicht bereuen. Ja. So, das ist der richtige Ansatz auf jeden Fall. Und wer weiß, was in 20 Jahren ist, ne? Ja, eben. Also ich weiß nicht, viele sind ja heute so,
Also ich denke ja auch so, du lebst jetzt nur man einmal. Man lebt nur einmal, ne? Und ich finde, man sollte sich verwirklichen, ja, und das machen, wo man sich gut mitfühlt und wo man auch glücklich mit wird. Das heißt jetzt nicht, dass jeder irgendwie sich selbstständig machen muss und irgendwie total ein abgefahrenes Leben haben muss, aber viele hängen ja irgendwie in diesem Bürojob fest und fühlen sich da irgendwie gefangen. Ja, oder unbefriedigt, kann man das sagen in dem Zusammenhang? Unausgeglichen. Ich weiß nicht. Ja, und sehen sich vielleicht irgendwie nach einem anderen Leben. Man kann und halt ich denke mir dann immer nur so, ja, du lebst nur einmal. Also wenn du irgendwelche Träume hast oder irgendwas, dann mach es doch einfach. Ich meine, selbst wenn wir es uns jetzt selbstständig machen und das nächstes Jahr nicht mehr funktioniert, dann haben wir es zumindest versucht. Ja, eben. Also, man kann es dann hinterher nicht vorwerfen, dass man es nicht probiert hat. Ja, irgendwann bist du alt und liegst da und denkst, ja, hätte es mal gemacht, hätte es wohl geklappt? Naja, ich werde es wahrscheinlich nie erfahren. Ja, wirst du auch nicht. Dort. Dort. So. Ja, deswegen. Nee, das ist richtig. Ihr macht das schon gut. Danke. Das geben, wollen wir hören. Wir geben unser Bestes. Ja. Ja, ich empfehle euch weiter. Das ist natürlich immer schön. Ja. Für was jetzt? Für Interviews? Für alles. Für alles. Für alles. Für Lagerorganisationen? Genau. Nee, besser nicht. Einfach für alles, ja. Also ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass ihr heute mir ein bisschen Zeit geopfert habt. Und ja, danke, dass ja, wir dabei sein durften. Ja, natürlich. Immer wieder gerne. Und vielleicht sehen wir uns ja auf der nächsten Convention. Wo seid ihr denn als nächstes? Die Con-Saison ist jetzt erstmal vorbei. Und die nächste ist tatsächlich erst wieder nächstes Jahr. Ja, es kommt jetzt noch die Frankfurter Buchmesse. Die ist jetzt am Wochenende. Aber da werden wir wahrscheinlich nicht sein, auch wenn uns das viele schon gefragt haben. Nee, aber dieses Jahr ist vorbei. Erst wieder ab nächstes Jahr Februar ist, glaube ich, die erste. Ja, ich glaube, das nächste. Epicon, oder? Wahrscheinlich Epicon, also wahrscheinlich werden wir da sein. Wo ist die Münster? Ne? Münster, ja. Ja, das ja da, war ich, noch, da war ich noch nicht. Vielleicht schaffe ich es ja auch mal dahin zu fahren. Also die Epicon habt ihr bis jetzt auch erst einmal gegeben, glaube ich. Genau, ne? Die ist ganz schön. Also wir sind da, also ja, ist halt noch ganz kommt neu. Alle hin. Ja, ist ja noch ganz neu, die Convention. Gibt ja im Moment viele neue, die irgendwo aufpoppen. Joa. Ja, einfach Viercon. Mal. Bitte? Viercon in Bonn. Viercon, ja, da waren wir sogar mal. Ja, stimmt. Da hatten wir mal einen Job. Ja, die ist jetzt am 21. und 22. Ach, die kommt jetzt noch, okay. Das war so ganz klein. Ja, da waren wir einmal, weil wir da so einen Job hatten. Ja, ja, stimmt. Aber das war ist auch schon ewig her. Das war noch mit DEFCON Unlimited zusammen. Dann war das jetzt das Schlusswort und ich sage dann schon mal Tschüss. Ciao. Tschüss.